Konferenz war ja ein voller Erfolg, Herr Steiner. Da schauen Sie sich das mal an. Sogar mit Foto. Fundig. Haben Sie was dagegen, Herr Wanninger? Nein, nein. Ich mag's halt nicht, diese neumodischen Methoden mit Publicity und lauter solchem Schmarrn. Haben Sie leider Unrecht, Herr Wanninger. In der heutigen Zeit ist Publicity auch für die Polizei unumgänglich. Wir brauchen ein gutes Verhältnis zur Presse und zur Öffentlichkeit. Dankeschön, Fröschel. Die Zeitung, Herr Direktor. Die Zeitung können Sie mitnehmen, Herr Steiner. Dankeschön. So, und jetzt gehen wir. Ja. Mitra? Ja? Moment mal, meine Herren. Ja, Nelkenweg 12. Gut, ist in Ordnung. Danke, Ende. In einer Villa in Solln ist gerade eine Leiche gefunden worden. Wer von Ihnen beiden? Wenn ich den Fall übernehmen darf, Herr Direktor. Ja, bitte sehr, Herr Steiner. Wenn Sie nichts dagegen haben, Herr Steiner, dann komme ich mit. Ich wollte schon lang wieder mal nach Solln. Fräulein Bechner, haben Sie hier irgendwelche Veränderungen vorgenommen? Nein, der Herr Mertens hat sofort die Funkstreife angerufen. Und Sie waren mit Herrn Frank zum Schachspielen verabredet? Ja, wir haben uns jeden Dienstag um 8 Uhr getroffen. Mhm. Wie war nochmal Ihr Name? Mertens, Johann Mertens. Wohnen Sie hier in der Nähe? Ja, gleich da vorne an der Ecke Rosenweg 2. Mhm. Verzeihen Sie, darf ich mich hinsetzen? Aber natürlich, selbstverständlich. Herr Oberinspektor? Ja, bitte. Der Mann wurde erschossen. Die Todesursache ist völlig eindeutig. Ja, der Schuss wurde auf weniger als 1 Meter Entfernung abgefeuert und die Kugel ist ins Herz eingedrungen. Können Sie mir schon sagen, wann etwa der... Ja, ich schätze, dass so vor 2-3 Stunden der Tod eingetreten ist, aber Näheres kann ich erst bei der Laboruntersuchung sagen. Na schön, vielen Dank. Fräulein Lechner, wo waren Sie heute Nachmittag? Babysitten bei einer Bekannten. Sie wohnt 2 Straßen weiter. Bis um 8 Uhr? Mhm. Wann haben Sie das Haus verlassen? Um 1, gleich nach dem Essen. Ja, danke. Machen Sie das öfter, das Babysitten? Ja, jeden Dienstag. Aha. Sie sind also mit Fräulein Lechner ins Haus gekommen? Ja, nachdem niemand auf mein Klingeln reagiert hat, habe ich vielleicht auch 5 Minuten gewartet. Ich wollte gerade wieder gehen. Ich dachte schon, Herr Frank hätte unsere Verabredung vergessen. Da kam das Fräulein Maria und wir sind da miteinander reingegangen. Und sagen Sie, ist Ihnen während dieser 5 Minuten irgendetwas aufgefallen? Eigentlich nicht. Höchstens, dass das Flurfenster geklappert hat. Es war nur angelegt. Ja, ja, ja. Der Täter muss durch das Fenster geflohen sein. Die Tür war ja zugesperrt, nicht? Sonst haben Sie nichts Besonderes beobachtet? Warten Sie, dass mir das erst jetzt einfällt. Was denn, so reden Sie doch. Ein junger Mann hat die Gartentür von draußen zugemacht, wie ich in den Nelkenweg eingebogen bin. Dann ist er schnell in der entgegengesetzten Richtung davongegangen. Wie sah er aus? So genau habe ich nicht hingeschaut. Ich hatte ja keine Ahnung. Ja, ja, natürlich. Beschreiben Sie ihn so gut Sie können. Herr Oberinspektor? Ja, was gibt's? Diese Waffe haben wir eben im Garten gefunden. Aha. Kennen Sie diese Pistole? Ja, das ist... Wem gehört sie? Der Rainer hat so eine. Das ist der Neffe vom Herrn Frank. Er heißt auch Frank. Bitte. Kennen Sie diesen Neffen? Nicht sehr gut. Der junge Mann, den Sie weggehen sagen. Könnte das der Neffe gewesen sein? Ja, eigentlich schon. Adolja hier. So, dieses Foto von Rainer Frank lassen Sie vervielfältigen und verteilen es dann an die Presse. Der Text der Fahndungsmeldung hängt an. Sie meinen, dass er seinen Onkel erschossen hat? Ja, zweifellos. Auf der Tatwaffe haben wir seine Fingerabdrücke sichergestellt. Außerdem muss der Mörder gewusst haben, dass der alte Herr am Dienstagnachmittag allein zu Hause ist, weil da die Maria babysittet. In dem Punkt hat der Steiner bestimmt recht. Aber? Nichts aber. Aber geh, Herr Wanninger, ich hab schon lang gemerkt, dass einer die Theorie vom Steiner nicht schmeckt. Pass mal auf, Fröschel, wenn du deinen Onkel erschießt und du hast in deinem ganzen Leben nur einen einzigen Krimi gelesen, was machst du dann mit deiner Pistole, an der deine Fingerabdrücke dran sind? Die schmeiß ich natürlich weg. Mhm. Wo? Na, in einem Kanal oder vielleicht? In einem Fluss? Mhm, eben. Und wo bestimmt nicht? Na, im eigenen Garten. So blöd ist doch heutzutage nicht einmal einer, der nur auf die Baumschule gegangen ist. Nee. Vielleicht in der Panik? Geh herauf. Herein. Ah, guten Tag, Herr Inspektor Wanninger. Ja, grüß Gott, Herr Mertens. Na, das ist aber eine Überraschung. Das ist mein Assistent, der Herr Fröschel.
Grüß Gott. Na, bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke, danke. Na, was gibt's Neues, Herr Mertens? Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Für Sie ist ein Mord wahrscheinlich nicht weiter aufregend. Aber für einen, der das zum ersten Mal erlebt, schrecklich. Haben Sie schon einen Verdacht? Na ja. Wissen Sie, ich habe mir natürlich auch so meine Gedanken gemacht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Rainer seinen Onkel getötet hat. Und dass er seit dem Mord verschwunden ist. Ich bitte Sie, welcher junge Mann verbringt nicht mal ein paar Nächte außer Haus? Natürlich. Nein, nein. Der Mörder meines Freundes war jemand anderer. Schon möglich. Ich darf Ihnen sagen, Herr Inspektor, dass ich die Arbeit der Kriminalpolizei sehr bewundere. Dankeschön. Ja, ja, die Polizei, dein Freund und Helfer. Ja. Und wenn Sie erlauben, möchte ich Sie bei der Aufklärung dieses Falles nach besten Kräften unterstützen. Das ist aber sehr nett von Ihnen. Ich bin das meinem toten Freund ganz einfach schuldig. Die wichtigste Frage bei diesem Mord ist wohl die nach dem Motiv. Wenn wir das erst haben, wissen Sie übrigens, dass der Herr Frank sehr oft mit seinem Neffen gestritten hat? Nein, wieso? Wegen Geld. Der alte Herr war scheinbar ein bisschen knauserig. Ach, Sie meinen... Naja, Motiv hätte er schon gehabt, der Rainer. Aber vielleicht war es gar kein vorsätzlicher Mord, sondern mehr eine Tat im Affekt. Ja, ich gebe zu, dass sowas möglich ist, aber glauben will ich es auf keinen Fall. Der junge Mann, den ich gestern weglaufen gesehen habe, das muss ja nicht der Rainer gewesen sein. Ach ja, ich wollte Ihnen ja noch was zeigen. Was ist denn das? Heute Morgen habe ich mich erinnert, dass der junge Mann einen Zigarettenstummel weggeworfen hat. Da ist er. Mhm. Astral. Eine seltene Marke. Eben. Vielleicht hilft Ihnen das weiter. Hey, Fröschel, bring das nachher zum Herrn Steinen über. Ist schon recht. Ich danke Ihnen schön, Herr Mertens. Das ist unter Umständen ein sehr wertvolles Indiz. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Man sollte halt mehr solche Leute haben, gell, wie Sie, die ein bisschen mitdenken. Verstehen Sie? Herr Inspektor, ich bitte Sie, man tut halt, was man kann. Ja, das tun wir alle. Da habe ich bis zum Mittagessen gearbeitet. Rosen geschnitten und zudeckt. Aha, dass die Pflanzen nicht erfrieren. Wer schaut drum? Ja, jetzt, wo der Herr Franke tot ist, der junge Herr hat für den Garten überhaupt nichts übrig. Ach, Sie sind auch da. Guten Tag, Herr Huber. Grüß Gott. Ich finde, wir sollten nicht alles doppelt machen, Herr Wanninger. Es genügt, wenn ich mich um den Fall kümmere. Finden Sie nicht auch? Bitte. Ach, was ich Sie noch fragen wollte, Herr Huber. Sie sind doch schon sehr lange hier. Ja, 12 Jahre. Was machen Sie denn da? Nix. Mir ist bloß Schuhbandl aufgegangen. Was meinen Sie denn zu meinem Vorschlag, Herr Wanninger? Nicht schlecht. Ich bin sowieso gerade fertig. Auf Wiedersehen. Für gut. Was wollte er denn von Ihnen? Keine Ahnung. Und Sie? Herr Huber, wissen Sie zufällig, ob Rainer Frank raucht? Ja, und wir? Dem habe ich oft gleich 5 Packungen holen müssen. Welche Marke? Astral. Warum? Danke. Dazu. Und ich häng mit drin, weil ich dich hier wohnen lasse. Dafür bezahle ich dich ja. Hör mal zu, Rainer. Wenn du es wirklich nicht warst, warum stellst du dich dann nicht einfach der Polizei? Weil ich es nicht beweisen kann. Aber sie müssen doch dir beweisen, dass du es warst. Du bist wirklich naiv. Hast du meinen Rasierapparat mitgebracht? Ja. Hier hast du ihn. Danke. Jetzt mache ich erstmal einen Menschen aus mir. Und dann reden wir weiter. Fröschl. Nein, der Herr Steiner ist nicht da. Geben Sie mir das Gespräch. Ja, Kriminalassistent Fröschl. Was? Das ist in Ihrer Wohnung.
Wo ist denn das? Das war wieder so ein Gewaltmeister. Lamontstraße 1, Stock? 5. Jawohl. Sylvia Fuchs. Können Sie sich drauf verlassen? In 10 Minuten sind wir da. Halten Sie so lange auf, gell? Ende. Herr Fröschl, was ist denn die Wicht von? Jetzt haben wir den Frank und der Steiner ist nicht da. Das macht gar nichts, nachher geh halt ich hin. Na, ganz kann ich den Steiner ja doch nicht im Stich lassen. Ja, und ich? Soll ich nicht mit? Nein, nein. So eine delikate Sache, die mache ich schon lieber allein. Sag mal, Sylvia. Hast du Angst, dass man mich hier entdeckt? Nein. Ich hab schon kapiert. Du möchtest, dass ich hier verschwinde? Okay, ich gehe. Wer kann das sein? Ja, ich. Psst, sei still. Ja, hör doch die Musik. Ich schau mal nach. Schalt das Radio aus, damit ich euch verstehen kann. Du versteckst dich im Bad. Grüß Gott. Grüß Gott. Fräulein Fuchs? Ja? Wanninger ist mein Name. Ich komme von der Letizia-Versicherung. Sie haben uns eine Karte geschickt. Ach ja, bitte kommen Sie doch herein. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke sehr. Also, Sie interessieren sich vor allem für unsere Unfallversicherung, haben Sie geschrieben. Ja. Sagen Sie, Fräulein Fuchs, was sind Sie eigentlich vom Beruf? Sekretärin. So. Ja, und wo arbeiten Sie zurzeit? Im Augenblick in der Rio-Bar, als Bardame. Aha. Grütze, Dirken, also dieser Füllhalter, der macht mir da ganz narrisch. Jedes Mal gibt er seine Sauerei. Entschuldigung, Frau Fuchs, dürfte ich mir bitte die Hände waschen? Wenn Sie ein bisschen warten, im Bad ist gerade ein Bekannter von mir. Ja, ja. Es pressiert ja nicht. Grüß Gott. Guten Tag. Gestatten Sie, Wanninger ist mein Name. Oh. 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 Na, warte, du Grippe. Wo ist er? Das ist ja aber heute ein bisschen begriffsstutzig, Herr Steiner. Auskommen ist immer halt. Das bringt Sie Ihrer Pensionierung einen erheblichen Schritt näher, glauben Sie mir. Ein schöner Gruß. Der hat sich sauber erwischt. Auf. Pensionsreif, mag ich ja sagen, der Steiner. Na, der wird sich wundern. Ab sofort lass ihn allein weiterwursteln. Nicht so viel helfe ich ihm mehr. Oh, mich reizt. Geh ich ab. Fröschl? Ja, einen kleinen Moment bitte. Der Herr Mertens ist dran. Gib her. Wanninger? Ja, grüß Gott, Herr Mertens. Wann sagen Sie? Aha. Wo wohnen Sie jetzt gleich? Rosenweg 2. Ist gut. Also dann bis nachher. Auf Wiederhören. Na, Respekt. Genau 20 Sekunden hat er dauert, Ihr eiserner Vorsatz. Du halt dein Vorladegoschen, Fröschl. Das ist jetzt eine private Einladung von meinem Freund und Helfer. Aber einen Gefallen muss man tun. Ja? Ruf mich um 3:30 dort an. Warum? Weil wir zwei um 4 ins Kino gehen. Einen zünftigen Krimi. Ja? Aber warum muss ich Sie dann anrufen? Mein Bub. Damit ich von dem wieder wegkomme, der hört sich doch so gern reden. Nett, dass Sie so schnell gekommen sind. Ja, wissen Sie, Herr Mertens, seitdem ich ZBV bin, habe ich viel freie Zeit. Ach, ist das ein schönes Viecherl. Das Schöne ist sicher anders, aber ich hänge sehr an ihm. Vor einem Jahr hat er einen Lebensretterorden bekommen. Donnerwetter. Ja. Ja, wen hat er denn gerettet? Ein kleiner Junge wäre in der Isar ertrunken, wenn er durch sein Bellen nicht einen Passanten alarmiert hätte. Ja, braver Kerl, ja. Ja, was hat er denn da? Er hat sich verletzt. Ja, wie ist denn das passiert? Keine Ahnung. Nehmen Sie bitte Platz. Sie sind scheinbar ein großer Hundefreund. Ja, ich war jahrelang Vizepräsident beim Tierschutzverband. Aber die Menschen haben mir die Arbeit für unsere Tiere verleidet. Jedenfalls in meiner offiziellen Funktion. Na, und der zottige Kerl, der ist wohl gestorben. Ja, Pollux war mein bester Freund. Er war intelligent, sensibel, taktvoll, freundlich, hatte Geist, Humor und Güte. Ich werde ihn nie vergessen. Und was ist er denn eingegangen? Er wurde vergiftet. Eines Morgens lag er tot in seiner Hütte. Das tut mir aber leid.
bitte. Und Sie wissen nicht, wer das war? Nein, das, wenn ich wüsste, dem ging es dreckig. Also Leid gibt's. Ich kann Sie schon verstehen. Ja, weswegen ich Sie angerufen habe, Herr Inspektor. Ja? Ich habe Angst. Um Himmels Willen, vor was denn? Vor Rainer Frank. Ich habe soeben die Fahndungsmeldung gelesen. Ja, eigentlich ist ja das ein Fall von meinem Kollegen Steiner und... Aber er hat doch sicher bemerkt, dass ich ihn gesehen habe. Ja, jetzt regen Sie bloß nicht auf, Herr Mertens. Höchstwahrscheinlich ist der Frank schon längst im Ausland. Und wenn Sie sich irren? Ich habe Ihnen noch, glaube ich, mit meiner Aussage ziemlich geholfen. Könnten Sie mir zur Revanche nicht Polizeischutz gewähren, bis Sie ihn wirklich verhaftet haben? Das ist nicht so einfach. Ich glaube wirklich, Sie sehen Gespenster. Entschuldigung. Mertens? Ah, guten Tag, Herr Fröschl. Ja, der ist noch da. Eine Sekunde. Herr Fröschl, für Sie. Dankeschön. Ja, Fröschl? Ach so, ja. Na, also gut, ich komme dann gleich vorbei. Ende. Ja, Herr Mertens. Ich muss leider schon wieder gehen, das liegt an meinem blöden Beruf. Was machen Sie eigentlich beruflich? Ich habe ein paar Mietshäuser in Schwabing. Aha, und der Herr Frank, das war wohl Ihr Makler? Nein, wir haben nie zusammengearbeitet. Wir verkehrten nur privat. Naja, Makler gibt's ja auch wie Sand am Meer, gell? Und meine Bitte? Ja, da müssten Sie sich schon an Herrn Steiner wenden. Der ist sehr tüchtig. Der hat den Burschen sicher bald geschnappt. Also, was sich die Autoren so ausdenken, da läuft der Mörder dem Kommissar freiwillig ins Haus. So dumm war doch das gar nicht von ihm. Na, ich weiß nicht. Am Schluss hat's ihn ja doch erpreselt. Im Film muss das halt so sein. So. Entschuldigen Sie, Herr Inspektor. Das ist ja der Frank. Lass ihn aus, Fröschl. Bist du deppert? Wenn er schon freiwillig kommt, brauchst du ihn doch nicht festhalten. Entschuldigen Sie, bitte. Na, geschadet hat's ihm ja nicht. So, und das war für heute Mittag. Komm, gehen wir. Hat Ihnen also die Silvia alles erzählt? Ja. Sehr vernünftig, dass Sie ihr gefolgt haben. Also, ich verstehe kein Wort. Naja, der Herr Inspektor hat meiner Bekannten sein Ehrenwort gegeben, dass er mich nicht festnimmt, wenn ich hier nach der Vorstellung auf ihn warte. Ja, aber... Ja, und mein Ehrenwort halte ich. Aber der Herr Steiner und die ganze Fahndungsaktion. Ja, genau darum geht's ja. Der Steiner hat mir jetzt gerade schon ausgeschüttet. Sagen Sie mal, warum verstecken Sie sich eigentlich vor der Polizei? Naja, weil ich ein bisschen wenig Vertrauen zu ihr habe. Besonders zu Herrn Steiner, den kenne ich von früher. Herr Siegfäumer, halten Sie die Polizei für einen Idiotenhaufen? Die vielen ungelösten Fälle? Ja, es kann doch nicht einer alles alleine machen, oder? Dann haben Sie schon recht. Also, wissen Sie was? Wir unterhalten uns bei mir daheim weiter. Da sucht Sie die Polizei bestimmt nicht. Schauen an. Jetzt meint er schon wieder, das ist ein fauler Trick. Dabei möchte ich ihn nur vor dem Steiner retten. Komm. Direktor, dass es normalerweise nicht meine Art ist, Kollegen anzuschwärzen. Aber das geht zu weit. Vermutlich handelt es sich wieder mal um den Wanninger, was? Selbstverständlich. Durch sein Versagen ist uns ein gefährlicher Mörder entwischt. Und nur deswegen, weil Wanninger sämtliche Dienstvorschriften ignoriert. Na ja, manchmal ist auch schon was Gutes dabei rausgekommen, Herr Steiner. Ja, bei seinen Fällen kann er das halten, wie er will. Aber wenn er sich in meine einmischt, warum ist er eigentlich nicht hier? Vielleicht ist er daheim, rufen Sie ihn doch mal an. Ja. Oh, Sie können ruhig hier telefonieren, Herr Steiner. Ja. Heben Sie ab. Ich bin nicht daheim. Bei Wanninger? Der ist nicht zu Hause. Ich repariere den Fernseher. Wie war der Name? Steiner. Gut, mach ich. Bitte sehr. Wir sollen Herrn Steiner anrufen. Sir. Er will Sie sprechen wegen eines gewissen Rainer Frank. Das kann er mir denken. Aber erst muss ich seinen Fall aufklären. Wo Sie mir stecken, Billy? Ach ja, richtig. Sie sind also zu der Zeit, wo Ihr Onkel erschossen worden ist, ganz allein im Forstenrieder Park spaziergegangen. Und Sie haben keine Menschen getroffen? Nein. Sir? Glauben Sie mir doch. Wollen wir nicht mal ganz offen miteinander reden, Herr Wanninger? Später. Sie kennen doch Herrn Mertens. Flüchtig. Na, er und Ihr Onkel waren doch dicke Freunde. Eigentlich nicht. Ich habe mich oft über die beiden alten Herren gewundert. Sie waren so grundverschieden und doch auf eine seltsame Art und Weise voneinander abhängig. Aha. Dann hat es auch manchmal Reibereien zwischen den beiden gegeben. Und ob.
Die lagen sich doch wegen allem in den Haaren. Ob das nun um Politik ging oder um Sport oder um Literatur. Aber beim Schach haben sie sich immer wieder versöhnt. Mhm. Sag's aber, war Ihr Onkel eigentlich ein Tierfreund? Nein, im Gegenteil. Er hat sich ständig über den Tiertick von Herrn Mertens mokiert. Das hat er sehr schlecht vertragen. Er wurde immer ganz wild. Aha, dafür hat Ihr Onkel einen anderen Tick gehabt. War ein richtiger Blumennarr. Deswegen hat es überhaupt auch mal Krach gegeben. Der Hund von Herrn Mertens hat in unserem Garten alles zertrampelt. Mein Onkel hat damals geschworen, wenn der Köter noch mal beim Streuen erwischt, dann erschießt er ihn. Mhm. Das hat er offenbar auch versucht. Denn im Garten ist eine Kugel gegen. Und den Riesenschnauzer vom Herrn Mertens, den hat er vergiftet. Stimmt's? Woher wissen Sie das? Mhm. Also da liegt der Hund begraben. Sie wissen, dass Sie ganz schön drinstecken in dem Schlamassel. Wenn Sie da wieder raus wollen, müssen Sie schon ein bisschen mithelfen. Und wie? Das werde ich Ihnen sagen. Ich bin ja gespannt, ob alles klappt. Das wird sich bald rausstellen. Da vorne kommt er. Ist das nicht ein bisschen gefährlich, was wir da machen? Keine Angst. Ich habe ihm eine Dienstpistole mitgegeben. Was? Natürlich ungeladen. Hallo, ist dort die Polizei? Hier ist Stefan Kunzfeld. Ich habe den Rainer Frank gesehen. Ja. Ja, hallo? Ich weiß, wo Rainer Frank ist. Kriege ich jetzt die Belohnung? Wo bist du? Und wo hast du Herrn Frank gesehen? Ah ja, Rosenweg. Du hörst von uns, mein Junge. Vielen Dank. Was wollen Sie von mir? Ich möchte mit Ihnen plaudern. Setzen Sie sich. Was haben Sie vor? Wollen wir uns nicht reinschleichen? Sie haben sich doch erst für 6 Uhr angemeldet. Warum? Ja, das Gespräch darf mich interessieren. So, bitte. Die Polizei hält mich für den Mörder, aber ich war's nicht. Wer dann? Sie! Sie selbst! Verlassen Sie unverzüglich meine Wohnung! Aber ich bin doch gerade erst gekommen. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass um 6 ein Herr von der Kriminalpolizei kommen wird. Dann kann er uns beide gleich verhaften, bis er weiß, wer der Mörder ist. Wieso halten Sie eigentlich mich dafür? Soviel ich weiß, fand die Polizei an der Waffe nur Ihre Fingerabdrücke. Weil Sie Handschuhe trugen. Ebenso wie mein Onkel, als er auf Ihren Köter geschossen hat. Das ist im Winter normal. Oh, Sie haben Fantasie. Ich kann mir genau vorstellen, wie sich die Sache zugetragen hat. Mein Onkel hat Sie so sehr gereizt, bis Sie auf ihn geschossen haben. Wahrscheinlich hat er behauptet, dass er Ihren blöden Riesenschnauzer vergiftet hat. Wieso behauptet? Weil das nicht stimmt. Dieser widerliche Köter geht auf mein Konto. Ich habe ihm die Fleischklumpen vorgeworfen und zugesehen, wie er langsam krepiert ist. Was? Das zahle ich dir zurück. Jetzt bist du dran! Das wäre beinahe schiefgegangen. Na, Herr Mertens, wollen Sie es nicht erzählen, wie das alles war? Ich wollte Herrn Frank nicht erschießen. Ich wollte ihm ins Bein schießen, so wie er meinen Hund. Aber da ist er auf mich losgestürzt und ich habe ihn ins Herz getroffen. Ich wollte ihn nicht töten, glauben Sie mir. Ich glaub's ja. Aber entscheidend ist, dass Ihnen der Richter die Geschichte abkauft. Ja. Na also, das habe ich nicht mal gebraucht. Frank, geben Sie die Pistole her. Aber nicht, Herr Steiner. Er wollte sie mir doch bloß zurückgeben. Ja, aber, Handschellen. Geh, Herr Steiner, verhaften Sie doch den Richtigen. Der Herr Mertens hat ja schon alles gestanden und die Handschellen, die können sich auch sparen. Der geht nämlich so mit. Abführen. Tja, Herr Steiner, jetzt haben Sie mir quasi das Leben gerettet. Vielen Dank. Bitte, das war meine Pflicht. Als Freund und Helfer, ich weiß schon. Freiwillig hätten Sie es ja nicht gemacht. Aber Herr Wanninger. Ja, vielleicht gehe ich doch in Pension, bevor ich ganz auf den Hund komme. Wenn ich ehrlich sein soll, Herr Wanninger, fehlen würden Sie mir wahrscheinlich doch. Sie werden es nicht glauben, Herr Steiner. Sie mir auch. Also sind wir wieder gute Freunde. Und Helfer. Ja.